Nach dem 35-27 Heimsieg des VfL Gummersbach gegen den TVB Stuttgart äußerten sich Ole Pregler, Christian Horsen und Lukas Blome am OA-Mikrofon zum Spiel, zu möglichen Träumen von Europa sowie dem kommenden Gegner Erlangen. Moin Dominik, was suchst du denn da? Ach, ist jedes Mal das Gleiche. Ich suche schon wieder meinen TAN-Generator. Wofür brauchst du einen TAN-Generator? Na, um eine Überweisung zu machen. Nutzt du nicht die Push-TAN-App? Ist doch viel einfacher. Auschecken unter www.sparkasse-gm.de/pushtan. Ja, Glückwunsch zur Leistung heute. Hast du ja vom Kreis getroffen, wie du wolltest heute, oder? Ja, vielen Dank. Ja, ich habe heute getroffen. Manchmal hatte man ein bisschen Glück. Aber ja, ich bin sehr glücklich, nicht für meine Leistung, aber auch für die ganze Mannschaft. Ich habe richtig gut gespielt, deutlich viel besser zweite Halbzeit. Am ersten Halbzeit waren nicht so kompakt in Abwehr und ich habe ein bisschen zu viel verschossen im Angriff. Aber im zweiten Halbzeit, wie ich gesagt habe, deutlich besser. Und ja, nur so weiter und zwei Punkte haben zu Hause geblieben und das freut mich sehr. War das hinten raus auch eine Kraftfrage? Also man hatte das Gefühl, bei euch sind die größeren Reserven. Ja, und ich habe auch in zwischen Halbzeit gesagt in der Kabine, dass unser Mittelblock hat nicht so gut in der ersten Halbzeit gemacht. Weil normalerweise ist Tom und Julian und alle, wer kommt in Mitte, macht richtig guten Job. Richtig viel Druck und richtig viel Foul. Aber am zweiten Halbzeit haben das Jungs viel verbessert. Und ja, das, ich glaube, deswegen habe ich auch so mit 6 oder 7 Tore gewonnen. Wie schwierig wird das jetzt in Erlangen? Ja. Ich glaube, sehr schwer. Jetzt ist für uns jedes Spiel ist richtig wichtig. Auch wenn wir wollen für Europa kämpfen, für diesen sechsten Platz. Und ja, in Langen hat eine richtig gute Mannschaft. Ich habe heute gesehen, habe verliert gegen Göppingen. Aber trotzdem, das ist eine andere Mannschaft zu Hause. Und ja, ich warte, dass wir müssen richtig gut spielen da und dann schauen wir, was passiert. Viel Erfolg dabei. Danke. Vielen Dank. Ja, Glückwunsch zu einer starken Leistung. Du warst ja heute sofort in Torlaune. Ja, lief ganz gut heute. Aber in erster Linie freue ich mich immer, wenn ich dem Team helfe. Heute musste ich selber ein bisschen gefährlicher sein, deswegen lief es heute gut. Wie anstrengend war das heute gegen Stuttgart? Im Vorfeld, wenn man auf die Tabelle geschaut hat, nur 2 Auswärtssiege von denen bisher. Mag man ja mal von der Pflichtaufgabe in manchen Fällen sprechen. War aber nicht der Fall, oder? Nee, vor allem erste Halbzeit haben wir uns vorne, glaube ich, ganz gut getan, aber hinten war es schwierig. Wir haben nicht viel Zugriff bekommen. Ich glaube, sie haben auch den einen oder anderen Abpraller bekommen, was ärgerlich ist. Aber umso wichtiger war es dann zweite Halbzeit, dass wir da vor allem in der Abwehr wieder gut waren. Und im Angriff lief es, glaube ich, heute sowieso. Was würdest du sagen, war der Schlüssel in der zweiten Hälfte, dass ihr dann so schnell weggezogen seid? Ich würde sagen, die Abwehr. Ich glaube, wie ich schon gesagt habe, wir haben schnell Zugriff bekommen, hatten dann auch ein paar Paraden, was sehr wichtig war und haben vorne genauso weitergespielt wie erste Halbzeit. Danke dir. Ja, Freitag mit den Darts, heute wieder mit dem Handball. Was war denn heute der entscheidende Faktor, dass ihr das so souverän am Ende gewonnen habt? Ja, ich glaube, dass wir nicht aufgehört haben, den Handball zu spielen, für den wir bekannt sind. Und das war in den ersten 30 Minuten dann doch sehr eng. Vielleicht zur Halbzeit ein bisschen zu eng durch Eigenverschulden, durch viele technische Fehler dann oder auch einfache Fehlwürfe. Und in der Abwehr haben wir vielleicht auch bei 2-3 Angriffen den Zugriff so nicht bekommen, wie wir uns das gern vorgestellt hätten. Zweite Halbzeit war es deutlich besser und ja, wir haben es dann eben geschafft, 30 Minuten nochmal das Tempo genauso fortzuführen. Und ja, über die Zeit sind wir dann halt gekommen und haben dann, finde ich, auch verdient der Höhe am Ende gewonnen. Herr Goggi sagte im Vorfeld zum Spiel Europa sofort, aber wie sieht denn das die Mannschaft? Ich glaube, keiner aus der Mannschaft würde sagen, nee, wenn wir das schaffen, europäisch zu spielen. Aber ich glaube, es ist jetzt sehr früh darüber zu spekulieren oder zu mutmaßen. Es ist noch ein ganz schön langer Weg. Wir haben noch 9 Spiele in der Liga, spielen aber auch noch in Berlin. Wir spielen noch in Flensburg, wir spielen noch zu Hause gegen Kiel. Also ich glaube, da sind auch noch ein paar Kracher dabei. Wir gucken weiterhin von Spiel zu Spiel und wo es dann am Ende hinführt, das sehen wir dann irgendwie am 2. und 3. Juni. Und wenn wir das schaffen, europäisch zu spielen, wäre das natürlich riesig. Wenn nicht, glaube ich, sind wir gut damit bedient, auch jetzt die Saison so fortzuführen, wie wir es bis jetzt gezeigt haben. Und da sind wir sehr zufrieden mit. Wie schwer wird jetzt kommende Woche Erlangen? Sehr schwer. Ich glaube, Erlangen ist immer ein sehr, sehr unangenehmer Gegner. Wir haben letztes Jahr dort gewonnen, haben ein überragendes Spiel gemacht.
Und ja, dementsprechend wollen wir da genauso hinfahren wie letztes Jahr. Und wir haben auch letztes Jahr die beiden Heimspiele, oder wir haben dieses Jahr das Heimspiel gewonnen, letztes Jahr auch das Heimspiel gewonnen. Und dementsprechend fahren wir da mit dem Ziel, in 2 Punkte mit nach Hause zu nehmen. Viel Erfolg dabei. Dankeschön. Danke dir. Gerne. Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Medienvertreter zur Pressekonferenz nach dem 25. Spieltag der ersten Halbzeit Bundesliga zwischen dem VfL Gummersbach und dem TVB Stuttgart. Halbzeitstand 17:16, Endergebnis 35:27 vor der zum 8. Mal in Folge ausverkauften Schwalbe Arena mit 4.132 Zuschauern. Ich begrüße Sie auf dem Podium die Cheftrainer der beiden Mannschaften, TVB-Trainer Michael Schweikart, zu ihrer von Ihnen aus links und von Ihnen aus rechts der Cheftrainer des VfL Gummersbach, Gudjon Valur Sigurdsson. Das erste Wort zum Spiel hat der Gästetrainer. Bitte schön, Michael. Ja, schönen guten Abend. Glückwunsch an den VfL. Ich denke, man konnte sehen, dass der VfL heute die bessere Mannschaft in der Halle war. War wirklich souverän runtergespielt und auf der anderen Seite kann ich natürlich mit der gezeigten Leistung nicht zufrieden sein. Wir können die erste Halbzeit noch einigermaßen ausgeglichen gestalten, weil eben der VfL auch ein paar Fehler zu viel macht. Wir können es nicht reduzieren in der zweiten Halbzeit. Gummersbach macht weniger Fehler. Nehmen uns das Kreisläuferspiel sehr gut weg, was für Kai Häfner natürlich auch extrem wichtig ist, dass das funktioniert. Insgesamt enttäuschender Auftritt. Wir hatten uns mehr ausgerechnet heute, wollten hier eine bessere Leistung zeigen und im gegebenen Fall dann auch was mitnehmen. Das war heute nicht der Fall. Von daher gilt das Ganze zu verbessern. Und am Donnerstag haben wir schon die nächste Chance auf Punkte gegen den BHC. Wer die Tabelle kennt, weiß, dass es ein sehr wichtiges Spiel für uns sein wird. Und darauf werden wir jetzt hinarbeiten. Danke. Vielen Dank, Michael Schweikart. Und jetzt der Kommentar zum Spiel vom Trainer des VfL Gummersbach, von Gudjon Valur Sigurdsson. Ja, guten Abend, Michael, danke für das Spiel, danke für die Glückwünsche. Ja, ich bin mit der zweiten Halbzeit sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. Erste Halbzeit haben wir uns wirklich sehr getan in der Abwehr. Stuttgart hat es echt clever gemacht, eben geduldig gespielt, aber mit alles von 1, 2 bis 3 Kreuzungen und Sperren von Mario Maritz am Kreis, da hatten wir sehr viele Probleme an ihnen oft vorbeizukommen. Mit unserem Innenblock war nicht aggressiv genug und die waren einfach sehr effektiv. Start zweiter Halbzeit, muss ich sagen, muss ich großes Lob an meine Abwehr aussprechen. Die haben das super gemacht, die waren aggressiver. Thibaut hat auch sehr wichtige Bälle gehalten und wir waren eigentlich das ganze Spiel über, muss ich sagen, ziemlich effektiv, haben effektiv und gut geworfen, haben für meinen Geschmack etwas zu viele technische Fehler gemacht, aber trotzdem eine solide, souveräne Leistung, würde ich sagen, auch wenn wir uns ein bisschen weggeteilt haben am Anfang. Aber ich kann viele sagen, dass viele ein ziemlich gutes Spiel heute gemacht haben, aber Thibaut im Tor, Ole Bregler und Christian Horsten, muss ich sagen, haben es heute überragend gemacht und für die freut es mich besonders. Aber muss auch sagen, Julian und Tom haben sich extrem gesteigert, zweite Halbzeit und in dem Block da zusammengebunden. So war ein gelungener Tag für uns und ich bin froh, dass die 2 Punkte hier bleiben. Dankeschön.